Ich denke, GarageBand ist auf jeden Fall sehr gut zu bedienen, wenn man sich eine Weile damit auseinandersetzt. Gerade für Anfänger wie mich ist das Programm super praktisch. Schrittweise konnten wir das Arrangement unseres Songs zusammensetzen. Aber die Arbeit mit GarageBand war nicht immer sehr einfach. Für mich war es besonders mühsam, die Aufnahmen rhythmisch zu machen und die einzelnen Töne dann auf die richtigen Zählzeiten zu setzen. Da muss man schon ganz genau hinhören. Wir haben nicht mit vorgefertigten Loops oder Smart Instruments gearbeitet, sondern jede Stimme selbst über die virtuelle Tastatur eingespielt. So einfach jede einzelne Stimme auch gehalten ist, das Gesamtbild hat uns total beeindruckt. Vor allem auch, weil die Songs wirklich überzeugend klangen. Ich hätte als Klavierspielerin nie gedacht, dass ich den E-Bass, ein Schlagzeug und eine Gitarre selbst einspielen kann. Das alles funktioniert mit GarageBand super gut. Unsere eigenen Vorstellungen gingen zunächst in die Richtung Elektrofunk, weil wir zufällig gespielte Samples bei GarageBand angehört hatten, die uns sehr fasziniert haben. Es sollte ein peppiger, funkiger Song über den schlimmsten Tag der Woche werden. Inspiriert durch den coolen Groove aus How Long von Charlie Puth, der Basslinie aus seinem Song Attention oder die Gitarren aus Troublemaker von Olly Murs entwickelten wir Ideen. Es war nicht besonders viel, aber es war dennoch ein großer Schritt. Wir wussten jetzt, in welche Richtung unser Song gehen sollte und hatten einen tollen Refrain und Ansätze für die Instrumentierung. Mit Hilfe von GarageBand konnten wir unsere Vorstellung direkt in echte Klänge umsetzen. Die Schlagzeugspur ist eine Mischung aus virtuellem Drummer, der total echt klingt, und anderen Drum-Samples. Die Auswahl- und Einstellungsmöglichkeiten sind wirklich so vielfältig, dass wir sehr viel ausprobieren mussten, bis wir das hatten, was wir für unseren Song an optimalen Beats dann wirklich haben wollten. Das, was wir mit GarageBand dann auf dem iPad erarbeitet hatten, konnten wir ganz leicht auf den Computer übertragen und dort mit Logic Pro weiterarbeiten. Mit diesem Programm hat unser Musiklehrer dann Gesangsaufnahmen gemacht und später noch allgemeine Effekte wie Hall hinzugefügt oder die Audioaufnahmen noch weiter bearbeitet. Das klang dann alles super professionell. Das Ergebnis war dann am Ende doch ganz anders, als ich es mir zu Beginn des Projektes vorgestellt hatte. Ich denke ehrlich gesagt, dass ich zum Teil zu hohe Erwartungen hatte. Irgendwie stellte ich mir vor, dass unsere Girl Group das nächste Destiny's Child sein würde. Aber natürlich höre ich mich nicht annähernd so an wie Beyoncé. Aber ich bin dennoch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. In diesem Projekt habe ich Dinge ausprobiert, die ich sonst niemals alleine ausprobiert hätte. Und ich war überrascht, wie kreativ ich dabei sein kann und wie viel Spaß mir das macht. Ich habe auch bemerkt, dass Songwriting ein Mittel sein kann, Dinge zu verarbeiten, die mich im Alltag beschäftigen oder bewegen. Musik war für mich vorher irgendwie immer nur Musik hören. Aber jetzt höre ich meine Songs ganz anders. Dieser Song war hoffentlich nicht der letzte, den ich in meinem Leben geschrieben habe. Ich denke, ich werde es auf jeden Fall irgendwann wieder versuchen und kann es wirklich nur jedem empfehlen.